Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ich habe jetzt eine etwas längere Pause gemacht. So, jetzt müssen wir aber auch ganz schnell das Fleisch hier in den Kamin schmeißen. Und ja, dann würde ich sagen, schnappen wir uns gleich auch noch die letzten 47 Baumstämme. Und die letzten 40 Stöcke. Und da können wir nur eine Speertasche draus machen. Okay. Stöcke, ne, haben wir nicht mehr. Jetzt eben kurz abwarten, bis das Fleisch fertig ist. Dann nochmal hoch, schnell was trinken. Und dann, sobald wir das da hinten fertig haben, können wir eigentlich im Grunde los. Warte mal, haben wir schon. Wir haben hier. Stimmt, wir können das Rehfell ja hier hinpacken. Haben wir sonst nichts mehr. Haben wir noch Steine oder sowas? Ja, haben wir. Nice. Können wir voll machen. Und sobald wir das fertig gebaut haben, gehen wir ja los. Nochmal die Höhlen erkunden. Und dann auch mal schauen, so was. Also, was wir noch entdecken, so in den. Hallo. Hallo, ich will runter. Los am besten. Ja, komm. Und ich hoffe, wir werden heute nicht attackiert von irgendwelchen Mutanten. Denn das war schon ein bisschen, ja, ich sag schon mal, ein bisschen störend. Denn eigentlich war geplant, hätten die jetzt nicht attackiert, dass wir schon längst hätten fertig sein sollen, aber ja, es ist gekommen, wie es gekommen ist. Und da können wir leider nichts mehr dran ändern. Aber dafür kommt ja jetzt bei in der nächsten Folge auf jeden Fall schon die Reise mit dem Taucheranzug in die nächsten Höhlen. Mal schauen, vielleicht finden wir noch eine. Ah, geil, da sind wieder vier neue Bäume. Vier neue Bäume sind da hinten nachgewachsen, das ist geil. Und ich habe überlegt gehabt, dass wir dieses Mal vielleicht da ein bisschen weiter links mal die Höhlen erkunden gehen. Wir da vielleicht nicht noch was finden. Wir hatten da ja eine, die Wasserfallhöhle, glaube ich, war das, die wir noch nicht ganz erkundet haben. Aber diesmal sind wir ein bisschen weiter. Jetzt nur hoffen, dass Thrombosen-Jonas nicht wieder da hinten ist. Dass er nicht dort wieder respawnt ist. Nee, aber die anderen Mutanten laufen da rum. Diesmal hoffe ich, die ignorieren mich.
Da hinten laufen die noch. Frag mich, was die vorhaben. So. Machen wir voll. Den nehmen wir noch mit. Boah, ich glaube wirklich, hier eine Erkältung bahnt sich an oder so. Das kann nicht sein, dass ich irgendwie so einen extrem kratzenden Hals habe, während ich momentan so viel produziere. Aber hat auch wiederum einen Vorteil, wenn ich jetzt so viele Folgen hier aufnehme. Wir sind jetzt übrigens bei 19, das hier ist die 20. Folge, die ich jetzt am Stück aufnehme. Also beziehungsweise fast am Stück. Hat auf jeden Fall einen Vorteil, dass ich dann ein paar Tage quasi nutzen kann zum Auskurieren. Der ist voll. Wenn wir den hier auch nochmal die drei reinschmeißen. Und dann wieder darüber. Der Blauton ist anders geworden, kann das sein? Von den Fähnchen. Genau, voll auf mich. Komm, lass mal die beiden toten Bäume hier nehmen. Den und den da hinten. Jetzt sind wir die beiden schon mal los. Ich glaube, die Totenbäume, die brauchen wir gar nicht hier, deswegen entferne ich auch dessen Stümpfe. Die dann hoffentlich nicht gar nicht mehr nachwachsen. Und gleich haben wir wieder Hunger. Komm, wir schnappen noch. Schnacker. Der gibt keinen. Und der müsste einen geben, ja. Haben wir wieder 10. Thank you.
So, wir schnappen uns eben eine Schildkröte und dann schmeißen wir den direkt. Das war auch eine interessante Art, eine Schildkröte zu killen. So. Dann haben wir ein bisschen Zeit. Ach, ausgerechnet jetzt. An sich, ich mag den Regen. Insbesondere in diesem Spiel. Aber wenn er mir mein Essen immer so, sagen wir jetzt mal, kaputt macht, dann gefällt es mir wiederum nicht. Wenn mir mein Feuer wieder ausschaltet. Na komm. Wir nehmen mal die beiden hier. Und den hier. Und den hier. Hey Bambi, macht mir den nicht kaputt. Hier haben wir nichts mehr. Hier. Den müssen wir so rüberschleppen. Interessant, dass dessen Keulen hier noch rumliegen. Und los. Oh, ganz schön windig gerade wieder. Ob der Wind eigentlich irgendwas bedeuten soll oder einfach nur so ein bisschen zu stark klingt. Nice, nur noch 14, ne, nur noch 12 Baumstümpfe. Dann haben wir wieder voll. Wir gehen mal dahin und hoffen, dass da kein Thrombosen-Jonas ist. Ne, scheint keiner da zu sein. Ist auch schön. Dann haben wir mehr Zeit zum
Bäume fällen. Autsch, genau auf mich. Ja, genau. Der Baum auch noch in die falsche Richtung gefallen. Fehlt doch noch einer. Das ist er. So, jetzt noch Äste und dann hätten wir das. Eine können wir auch wieder sammeln. Hier gab es noch genug. Achso, jetzt haben wir voll. Perfekt. Wir werden heute noch fertig damit. Okay, Stöcker wahrscheinlich eher weniger, was das angeht, aber zumindest mit dem größeren Bauten da. So, die letzten beiden drauf und Flug. Haben wir alles. Wieder schnell eingesammelt. Jetzt, egal. Dann gehen wir wieder dahin. Aber was ich am Überlegen bin, wenn wir die Festung irgendwann da hinten anfangen, sobald wir das da oben fertig haben, dass wir da auch eine richtige Verteidigungsanlage zu machen. Es soll ja quasi drumherum einmal ummauert sein. Irgendwo muss ich jetzt gerade aufstoßen, Kohlensäure. Und diese Mauer soll ja auch ordentlich verstärkt werden. Also, das heißt, nicht nur Holzmauer, sondern auch Stein drumherum. Dann diese, wie heißt das? Diese mit den Zacken da, diese Barrikadenwände. Die dann auch nochmal mit Stein. Und dann kommen diese, wie heißen diese Teile dann? Und diese Spikes, diese Steine mit den Holzspitzen da. So hatte ich das ungefähr überlegt mit den Mauern. Und wie geil das dann eigentlich aussehen würde. So. Den hier machen wir jetzt fertig.
So, dann haben wir gleich schon das Megaprojekt hier auch fertig. Sieht euch das rein. Abenddämmerung und da kommt... Alter. Nice, noch 10 Stück. So. Jetzt nur noch 5 Baumstämme. Kann doch nicht sein, dass wir dafür 3 Baumstämme brauchen. Das da hinten. Das glaube ich nicht. Aber da oben brauchen wir ja noch ein paar. Machen wir mal Licht an. Wenn wir wieder da hochgehen. Dann können wir unsere Dings hier schon mal ausprobieren. Ah, es gewittert wieder. Ja, ich gehe schon hoch. Ich mache hier gleich ein Feuer. Ein großes Feuer. Wie ist denn das jetzt? Okay. Der braucht 5. Sind wir doch noch nicht ganz fertig hier. Doch, brauchen wir auch bald wieder. Kann es sein, dass das Spiel gerade die Baustelle da hinten nicht mehr mitzählt? So. Und wir können auch eben schnell trinken. Und dann springen wir darüber. Legen uns ins Bett. Boah. Ich hab echt irgendwie die ganze Zeit so einen Kratzen im Hals, ey. Ist fertig. Hier. Nein, 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 nein. Komm schnell, so. Wir gehen so jetzt ins Bett. So. Und Nickerchen. Ne? Hallo? Errungenschaft freigeschaltet. Bad Father. Was? Schlechter Vater? Was soll das denn bitte heißen? Noch kein schlechter Vater. Gar kein Vater.
Oder soll das heißen, dass wir jetzt Timmy einfach mal ein halbes Jahr schon fast im Stich gelassen haben, oder wie? Wenn es das heißt, dann, ja, Timmy, tut mir leid. So, die drei wollen wir noch nach oben bringen. Lieber nicht zu schnell. Licht können wir auch wieder ausmachen. Ja, wir sind aber auch schon bald 100 Tage im Spiel. Wenn wir gleich mal in den Statistiken schauen. 100 Ingame-Tage. Wenn wir jetzt mal hier drauf gehen und dann hier Statistiken, ne? Wo sind die? Statistiken da. Tage überlegt. Oh, 100 Tage sind wir schon hier. Momentaner Zustand hungrig. Geistige Gesundheit 100%, das ist gut. Stärke 53,1. Gewicht 205, wie auch immer. Athletik 58,1. Völlegefühl ist bei 27%. Hydrierung bei 56. Gesundheit 100. Energie 88. Ausdauer. Rüstung ist bei 480. Nice. Gut. Kälteschutz 0. Tarnung 0. Ja, 100 Tage. 100 Tage haben wir Timmy im Stich gelassen. Ich muss kurz überlegen, wie hieß nochmal der Junge? Timmy hieß er. 100 Tage haben wir den im Stich gelassen. Glaube, wir sind wirklich ein schlechter Vater. So, letzter Baumstumpf ab nach oben. Dann schauen wir uns das mal an. Was wir hier gemacht haben. Boah, sieht schon nice aus an sich. So ein Leuchtfeuer. Wenn jetzt der ganze Turm in Flammen aufgehen würde, ey. Das fände ich krass. Aber den müsste man auch schon von Weitem sehen. Ich hoffe, der überlebt auch den Regen. Brennt er noch? Der brennt noch. Aber sieht von hier nicht so geil aus. Oh, oh. Ich hab Hunger. Ich will essen. Kommt mit Vöglein. Ich hab euch zum Fressen gern. Dann haben wir wieder ohne Ende. So, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ab der nächsten Folge gehen wir dann in die Höhle rein.
Oder erkunden ein bisschen wieder mal. Ciao.